Hallo Vicky, wie kann ich einen Saugnapf als Greifhilfe benutzen? Darum geht es in diesem Video. Wir haben von den Kolleginnen und Kollegen aus Tübingen den Tipp bekommen, wenn Menschen solche NFC-Karten schwer greifen können, nehmt doch einen Saugnapf und transferiert sie damit auf das Lesegerät. Ausgangslage war das Gerät namens Enna. Das hat eine Vertiefung, wo ich solche Karten auflege, um ein Fernsehprogramm angucken zu können, zu telefonieren. Und da hat man eben manche Menschen, die es nicht geschafft haben, die Karte hochzunehmen. Und da haben wir geguckt, ob wir mit Technik eine einfache Lösung hinkriegen. Natürlich ist es wie immer, dass auch diese Technik Folgeprobleme aufwirft. Wir haben verschiedenste Saugnäpfe, die greifen alle einen Gegenstand, auch in verschiedenen Formen. Und was man hier bei mir sieht, wenn ich das so verwende, ist, dass ich immer eine feinmotorische Übung machen muss, um den Saugnapf auch wieder zu lösen. Das haben wir mit diesem Modell hier selbstständig gelöst. Ich habe hier ein Loch reingebohrt, das zieht sich durch bis in die Mitte von dieser Kugel. Und da habe ich ein zweites Loch reingebohrt, sodass ich einen durchgehenden Luftkanal habe. Diesen durchgehenden Luftkanal kann ich erstmal nichts machen. Wenn ich das Loch zuhalte, dann kann ich was aufnehmen und transferieren. Mache das Loch auf, dann ist es weg. Ich kann es natürlich auch fallen lassen. Alternativ dazu gibt es verschiedene Pipetten, Nippelsauger, es gibt verschiedene Begriffe, verlinkt man unten im Video. Und man muss sich die Saugnäpfe angucken, manche sind sehr zuverlässig und lösen sich sehr leicht. Andere, die können auch richtig gut klemmen, also bei dem hier kommt es darauf an, wie stark ich ansaug. Der hier klemmt erstmal relativ wenig, da könnte ich jetzt einen Griff drauf machen aus dem 3D-Drucker, fällt aber runter, wenn er dann fester dran ist, dann habe ich so eine Hebelwirkung. Und auf die Hebelwirkung sind wir gekommen über die Zahnbürsten. Man kennt es von den Kinderzahnbürsten. Da könnten sich viele Leute leicht damit tun, einen Gegenstand aufzunehmen, weil ich durch eine Kippbewegung, also solange der unten fest dran ist, kann ich das gut lösen. Falls sich das bewährt, kann ich den Kopf ja auch abschneiden und ohne Kanten glatt saugen. Die Bürste hier wäre auch was zum Ausprobieren. Die hält sehr gut, da kriege ich es zum Beispiel nicht weg. Was ich hier machen kann, ist aber grundsätzlich den Saugnapf als eigenständigen Griff nehmen und da muss ich mich dann schon bemühen, um Luft reinzulassen. Das sind einige der Folgeprobleme, die es eben gibt, wenn wir Technik nutzen, um Probleme zu lösen. Wir müssen lernen, wie die Technik funktioniert und dann haben wir auch eine gute Lösung für uns, aber es funktioniert eben nicht immer. Und genau dieses Wissen wollen wir teilen und damit verbleibe ich wie immer mit Vicky weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr.